Danke für den Hinweis, dass kein Jetzt. Ton da ist. Wir begrüßen euch nochmal. Es ist schön, mal wieder mit euch zu blitzen. Genau, und mal wieder die andere Perspektive einzunehmen, nicht das Spiel von anderen nur zu kommentieren, sondern jetzt unser eigenes Spiel Genau. zu kommentieren und auch selber mal wieder spielen zu dürfen. Wir haben schon angekündigt, 5-Minuten-Challenges wieder, aber Gerne da auch eine keine Custom Grenzen, Challenge, genau. genau. Macht wieder Vorschläge, was ihr für Eröffnungen gerne sehen wollt. Wir sind da wie immer allzeit bereit, alles zu spielen. Und ja, wir fangen mal direkt an. Im Moment noch nicht so viele Challenges da. Trotzdem lassen wir den Zufallsgenerator entscheiden und wir machen das jetzt so, damit es noch fairer ist. Wir zählen immer abwechselnd von oben und unten durch. Nur wenn man von unten zählt und dann, wenn dann schnell was dazukommt. Ja, geht schon. Wir Werden wir testen das sehen. mal, Jetzt ist genau. die 4-10 dran, die wir von oben abzählen. Da kommt man, glaube ich, ganz schön oft durchzählen. Im Moment sind 5, nochmal 5 sind 10, dann ist es Migtal. Ein alter Bekannter. Genau. So, dann freuen wir uns jetzt auf eine Partie Oh, mit und er Rot. hat schon angekündigt, er crusht uns in der Eröffnung. In jeder Ach, in Eröffnung. In jeder. jeder. Oh. Dann jetzt bitte. Königsindisch. Okay. Das will ich jetzt ja mal sehen. Ja, ne? Also da weiß ich, das ist Melanies Spezialgebiet. Naja, da gibt es auch so viele Varianten mit Weiß. Die, ja, siehst du, schon out of book. Na, Mama K6, so weit können wir es noch. Kann nicht schaden, ne? Genau, jetzt. Ja, und dann baut man sich auf mit D6 und B6 irgendwie. Also Rochade kannst du schon noch machen. Und dann D6 und dann B6 im nächsten, dann Läufer B7 und dann spielt man den Springer irgendwie nach E4. Meine ich zumindest. Aber das ist auch immer das Gefährliche. Da gibt es ja so Jetzt? viele. Naja, eigentlich erst, wenn Weiß dann Springer C3 spielt. Wir können noch Springer D7 macht man, glaube ich, noch vernünftigerweise. Ja. Ja, und jetzt irgendwann macht das, glaube ich, Aber Sinn. kann es nicht passieren, wenn er. Nein! Kann nicht? Also doch, theoretisch schon, aber man kann dann immer mit D5 spielen. Oder wenn er selber D5 macht, gerade geht es ja dann noch nicht. Ja, okay. Das heißt, so, wenn man irgendwie noch was lernen will oder sowas. Wir haben gerade ein bisschen Raumnachteil, ne? Man sieht das, Weiß hat Raum. mehr Raum in der Stellung, deswegen der Figurenabtausch von uns Ja, vor allen hier Dingen ist das Feld beabsichtigt. E4 wichtig. Machen wir So, C5? ja, ich weiß nicht genau. ja. Falls Hauptsache nicht, mal jetzt zu spät. fragen, ne? Ja. Die Antworten müssen wie aus der Pistole geschossen kommen. Hallo, das war schnell. Du hast es schon gezogen, während du gefragt hast. So, also ja, C5. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht wäre D5 auch der richtige Plan gewesen. Aber dann verliert man das Feld E5. Von daher macht vielleicht schon Sinn, vor allen Dingen mit der Fesselung, dass der B2 ja. So, jetzt können wir uns überlegen, wo wir rausschlagen oder ob wir Springer F6 spielen. Ich finde, wenn wir rausschlagen, dann haben wir die Drohung, mit nach Turm E8, E5, E4 zu spielen. Wow. Taktik. Ganz versteckt. Aber du hilfst ja jetzt Weiß auch mit der Entwicklung, ne? Ja, das Wenn er ist in jetzt der Tat irgendwie. richtig. Wenn er Turm D1 macht, dann können wir uns das gar nicht erlauben. Oh! Aber geht es? Ja, geht. Der Springer ist zwar dann auf D7 gefesselt. Naja, nicht wirklich gefesselt. Die Frage ist, ob Läufer Ja. G5 hier eine vernünftige Alternative ist Dann für haben wir ihn. noch. Ah, nee, F6 funktioniert schon mal nicht. Nicht wirklich, ne? Also Läufer G5 sieht noch nach einer Alternative aus. Wir könnten natürlich trotzdem E4 spielen, dann auf Ja, D3 aber der nehmen. könnte sehr schnell sehr schwach sein. Also ich wäre eher für irgendwie Dame weg. Nach C7. Ah, dann kommt Turm D1 hinterher, Ja, der das war Turm. deine Idee. Also. Dann würde ich jetzt den hinterher schieben. Ja, und jetzt mit Dame Kommt D5, Schach, Turm dann kommt D1. König H8, dann kommt Springer F8 und dann lassen wir Na. uns mal überraschen. Er kann natürlich auch erst den Läufer jetzt ziehen, ist ihm überlassen. So, Turm. So, dann machen wir hier den. So, wir verraten natürlich ja alle Züge, wenn er parallel guckt, dass. Ja, das hat Geschwätzblitz so an sich. Ja. Ich glaube, darüber zu sprechen, Ja, ohne also was zu Läufer schlägt verraten, F6 wäre jetzt ein sehr guter genau. Zug. Wir empfehlen. So, das ist jetzt sozusagen eine kleine Finte, wenn er auf E5 nimmt, dann Man kriegen wir nimmt mal zwei zwischen. Figuren für den Turm. Ja, Genau. man gewinnt einfach eine Figur.
Aber er kann doch hier nehmen. Ach, erst nehmen. Erst nehmen, ja, also. Erst nehmen. Also, mhm. Okay, so. Wollen wir doch mal weitermachen mit dem Raumgewinn? Dann würde ich E4, F5 nehmen. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Schön dem Läufer wieder etwas Spielwiese geben. Ihm zwar leider auch auf G3, aber was soll's. Gut, ein bisschen was ist immer dabei. Ja, wenn er jetzt auf D2 bleibt, das ist ein sehr guter Zug, falls du zuhörst, Mick, dann schaffen wir die Verdopplung auf der D-Linie. Das. Naja, wo will er hin? Nach F1 oder B1? Das sind ja beides nicht so Traumfelder, ne? Kann man nicht trotzdem Turm D3, also jetzt ja sowieso, aber hätte man nicht sonst auch Turm D3 denn nachschieben können? Jetzt haben wir ja mal die Frage, ob man den Bauer da haben möchte, ne? Ja, aber jetzt haben wir den Springer nicht mehr auf der D-Linie, deswegen können wir... Ich glaube, das war ein schwerer Fehler von Mick. Denn jetzt begibt er sich in eine äußerst mächtige Fesselung. Prekäre Lage. Ja. Hm. Ja, da hängt was. Ja. Und es ist nicht zu... Na, Turm B2. Ach nee, geht ja gar nicht. Nee, wir haben hier den schönen Läufer, der hier alles abdeckt. Ja, was kann man sagen? Hat er uns in der Öffnung gecrushed? Geht so. Zumindest nicht schlecht angestellt. Ja, ja. Also wenn du parallel zuhörst, Mick. Eröffnung top. Nur der Figurensteller jetzt flop. Sonst war okay. Sonst war auch gut, muss ich sagen. Ja, mit Läufer G5 und so. Ja. Ja, wir kriegen auch das Feedback sozusagen im Chat. Von Crushen kann nicht die Rede sein. Aber doch, in der Tat, er hat seinen kleinen Vorsprung behalten. Also den Anzugsvorteil, den er durch das Spiel mit Weiß hatte. Da kann man nichts gegen sagen. Oha, jetzt geht's hier los. Hä? Ja, Safety first. Angriff, alles nach hinten. Ja. Okay. So. Dann. Einfach mal, dass er sich damit beschäftigt, was mit Turm D2 ist. Naja, gut, da glaube ich jetzt nicht dran, dass er da... Dann wird hier alles gedeckt. Ja, dann können wir noch Läufer A5 machen. Da steht er gut. Und dann kommt der König nach B7 und dann ist der Läufer weg. Das ist der Plan. Oder wir machen den Springer nach C6. Das geht ein bisschen schneller. Ein klein bisschen. Aber das ist offensichtlicher. Du hast doch gesehen, meine offensichtlichen Tricks, die ziehen. Werden ignoriert. Ja, nur das Subtile wird erkannt. Sozusagen Gegenteiltag. Okay, danke für die Partie, war ein netter Start. Ja, nochmal zusammenfassend, Eröffnung. Nicht gut, die aggressivste Wahl gegen Königsindisch. Ja, kann man machen, ne? Ja, kann man so machen, geht wohl klar. Okay, dann würde ich sagen... Ich möchte auch mal generieren. Ja. Hier. Können das eigentlich unsere... Ach ja, da oben sieht man. Ja, das kann... Sonst könnten wir ja irgendwas sagen hier. Okay, die 6. Von unten. Ach, von unten. Okay. Ja. Ja, dann mach mal hier. Okay, wir gehen nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Thomas. Hallo Thomas. Thomas, herzlich willkommen. Viel Spaß bei der Partie. Gerne wieder sagen, was würde... Ich habe gesehen, Bird-Eröffnung wurde gewünscht. Das Ach, das gehört war natürlich das, wo ich dachte, das wäre erstens B3. Ja, genau. Und dann war ich da falsch. Ja. Ah, B3, guck mal, ich kann auch zeigen, dass ich von euch was gelernt habe. B3 ist Bent Larsen, ne? Ah, ja. Oder? Ja, bestimmt. Ja, G3 oder... man ist ja hier im Prinzip, kann man ja gucken, wie man das spielt, so wie Schwarz es halt auch spielen würde. Ne? Leningrader mäßig oder andersherum. So Richtung Stonewall, ne? Geht ja auch. Ah ja, mit E3 und D4, ja, das machen wir. Aber da war G3 jetzt ein bisschen... Ja, der war dann das ist nicht mehr angebracht. Weil ich habe früher nämlich mal Stonewall gespielt. Ich auch. Ja, ich glaube, wir haben uns auch schon mal ausgetauscht über unsere Erfahrungen und dann festgestellt, ganz dass das irgendwann, wenn die Gegner dann doch die Pläne kannten, nicht mehr ganz so toll war. Wie wenn, so als Kind oder auch generell, wenn man eine neue Eröffnung lernt und dann kriegt man ja nur die positiven Pläne gezeigt und weiß überhaupt nicht, was der andere für Möglichkeiten hat und dann geht man immer so richtig optimistisch in eine Partie und denkt, man kann nur gewinnen und man gewinnt man auch. Und dann aber irgendwann... Entscheidung. Ach so, ja, mach. Und dann aber... Voll den Einfluss. Irgendwann... stellen die Gegner aber dann doch fest, was sie anders machen können und dann ist nicht mehr so Bombe. Ja, tatsächlich war das bei Stonewall meine Erfahrung, also zwei negative Erfahrungen. Die erste, wenn die Gegner auf einmal anfangen so richtig zu mauern,
Ja, ja dann, kann dann, man dann ja stellen selber sie selber, Mauer. Genau, man selber stellt ja mal eine Figur nach E4 und dann stellen sie die nach E5 Wollen und Mauern wir vielleicht ganz kurz zu? Erklären, was Stonewall ist, für die, die es nicht wissen? Also vom Aufbau her kann ja nicht jeder so ein Eröffnungsexperte sein wie E4. Richtig. Also Stonewall ist quasi dieser Aufbau oder so ähnlich, den wir hier haben, mit Schwarz gegen erstens D4. Da müsst ihr euch nur vorstellen, der G-Bauer steht auf G2, der Bauer auf E3 bzw. E6 und dann hält man halt so gegen. Ja. Ja, aber ganz furchtbar. Also die Leute dann mit weniger Elo haben gemauert und die Leute mit mehr Elo, die haben es wieder völlig auseinandergenommen. Ja, genau. Furchtbar, furchtbar. Ja, so, so. So ähnlich waren meine Erfahrungen. Ja, was? Aber. Was? Macht man das so? Nicht im Stonewall. Ist, ja, aber eben, wir sind ja nicht im Stonewall. Das ist ein Pseudo. Ja, ein Pseudo-Wall. Das ist nämlich eigentlich gar keine Mauer, sondern eine Lanze. Mauer ist ja verteidigungsmäßig oder so. Aber eigentlich ist das hier ein Speer tief in seine Stellung. Also kein Stonewall, sondern... Jetzt fehlt mir die englische Kompetenz hier, eine sinnvolle Übersetzung zu bringen. Ja. Stone Spear. Nee, Stone Sword. Kein Stone. Wie? Naja. Eine Steinlanze Stein. Oder was? Ja, 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 ja. Kennt ihr die nicht? Oder denkst du, beim Ötzi hat man sonst was gefunden aus Metall? Nein, so oder Holz so. Und so. Und vorne denn und eine Metallspitze. Stein? Ja. Nee, Metall wahrscheinlich nicht, aber... Das weiß ich. Ötzi ist ja sowieso schon... Tot. Der singt ja auch von McDonald's und Kentucky Fried das Chicken und so eine völlig komische verrückt. Überleitung. Na, der Ötzi halt. Ja. DJ Ötzi, oder wen meinst du jetzt? Ja. So, wir grasen ab. Und greifen einen Turm an. Das ist nicht so verkehrt. Der kann nur nach E8, dann können wir den noch weiter angreifen. Ich habe irgendwie gerade nicht aufgepasst. Wir haben ja hier was erreicht. Mensch. Wir haben ja einen Königsflügel abgeräumt. Aber also ja, durchaus. Ich war zu sehr mit Ötzi beschäftigt. Ja, Ötzi ist natürlich auch ein spannendes Thema. Ja, das lupfsche Bauernschwert das wird vorgeschlagen. Klingt auf jeden Fall. Ja, klingt gut. Nehmen wir. Können wir patentieren lassen. Ja. So. Hast du früher mal von deiner eigenen Eröffnung geträumt oder dir eine eigene ausgedacht? Ja, klar, habe ich doch. Meine wie hieß die? Also, die hat keinen Namen. Also, wir hatten mal die Ome-Riedel-Variante. Die Ome-Riedel-Variante? Ja, das war eine Freundin aus meinem Verein, aber ich weiß nicht mehr. Können wir die gleich spielen? Ich weiß nicht mehr, irgendwie haben wir alle Bauern nach vorne geschmissen, aber ich weiß nicht mehr welche. Aber es war wahrscheinlich nicht E4 und D4, sondern... E4, die Ome-Riedel-Variante. Ja. So, ich weiß nicht so recht, ob das was bringt mit dem Turm. Aber man muss natürlich ihm zugute halten, der weißfeldrige Läufer, der kann grandios hier Läufer die... ohne Gegenspieler. Ja, der hat keinen Gegenspieler und der kann sehr gut gegen diese vier Mehrbauern gegenhalten, weil er die weißen Felder kontrolliert. Deswegen müssen wir den vernichten. Oh nee, ey. Naja, das macht es ein bisschen einfacher. Ja, gut, man muss aber nicht ohne Grund irgendwas, ne? Nur weil man es kann, oder wie? Nee, nee, das Ganze sollte es schon vereinfachen. Na gut. Dann herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, der Rest ist Vorteilsverwertung. Vier Bauern ist machbar. Oh ja, es wird hier gerade im Chat angemerkt. Ja. Die London Chess Classics haben begonnen, heute. Mhm. Und anscheinend hat Nakamura Mist gebaut. Ja. Mit erstens C4, meine ich. Da können wir auch gleich einfach mal... zugucken. Ja. Und wir haben ja sonst nichts zu tun. Oder wie? Naja, nichts zu tun ist nicht richtig, aber mal so einmal reingucken. Naja. So, es gibt noch das Frettchen-Gambit im Verein, wurde das erfunden vom Drunken Lawyer. Dann, wenn wir erfahren, wie das funktioniert, dann können wir das natürlich... Ja, aber das weiß er leider auch nicht mehr so genau. Ich habe das Gefühl, diese Kindheitseröffnungen wurden nicht so gut dokumentiert. Wobei Christina, so hieß Frau Riedel, ja, und ich haben das durchaus niedergeschrieben. Aber wenn man es nicht mehr findet, dann... Sag, wo habt ihr das? Ja... Vielleicht, wenn ich nochmal hier in meinen
Ach nee, das könnt ihr gar nicht sehen. Also zu unserer Linken steht hier eine riesen Schrankwand und da habe ich unter anderem auch einen Ordner mit ganz vielen Schachdokumenten. Wenn ich da nochmal suche. Das obere, also es war kein Gambit oder so, ja? Nö, ich glaube nicht. Hieß Umriddeleröffnung oder Variante oder so. Okay. Weißt du den Unterschied zwischen Eröffnung und Variante? Eine Variante ist eine konkrete Zugabfolge und eine Eröffnung kann auch mehr beinhalten als eine konkrete Zugabfolge. Mehrere Zugabfolgen. Überbegriff, ja. Und was ist jetzt italienisch eine Eröffnung oder eine Variante? Das ist eine Eröffnung. Aber es ist ja auch nur eine konkrete. Es gibt ja verschiedenste Zugabfolgen, die möglich sind. Ja, aber es hat bei Sizilianisch wäre ja dann die Eröffnung und Neidorf wäre ja dann die Variante. Und Italienisch ist ja auch nur eine Variante von... Ja, aber ich glaube, da kann man auch noch mal differenzieren innerhalb einer Eröffnung vielleicht. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir so irgendeinen viel Wikipedia-Leser unter den Zuschauern, der das einmal nochmal genau rausdifferenzieren kann. So, ja, was sagen wir dazu zu der Partie gegen Thomas? Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. War eigentlich gar nicht so verkehrt, aber irgendwann so aus dem Nichts heraus fehlte die Entwicklung. Und der F7? Ja, und nach Dame H5 ist es hier schon kritisch, also... Gerechnet hätte ich ja mit Rochade, aber auch das dürfte nach vielleicht Läufer H6 schon ganz schön kritisch werden. Ne, mit so einem potenziellen Matt da gleich, das ist schon gefährlich. Okay, dann Zufall, du entscheidest. Die zwei, das ist mal wenigstens einfach zu zählen. So, also wir haben jetzt auch einen Eröffnungsvorschlag. Oh, das wird aber schwierig. Und zwar alle Bauern nach vorne spielen, egal was der Gegner macht. A4, B4, C4, D4. Das ist mir zu heikel. Na, ich mach das mal. Nein. Ich nehm, doch? Na, oder A4 fürchtest du um unsere A4 Zahl? A4 können wir machen. B4 vielleicht, wenn nicht der E-Bauer kommt. Aber sonst, ansonsten müssen wir hier... Gott. Ja, dann mach B4 noch. Ja, komm. Aber dann musst du gleich Turm A3 machen. Dann kommt der Schwenk direkt rüber zur H-Linie. diese Melanie ist gefährlich. Sie greift an. Ey, wir haben schon 2684. Hey, ja, aber spiel ruhig A4, B4, C4. Ich nehme die Wünsche unserer Zuhörer ernst. Also jetzt haben wir das wirklich erfüllt, ne? Die drei, die stimmt, danach stehen. Steht nur noch und so weiter. Dann kann ich selber entscheiden, wie das und so weiter. Aha, H4 könnte man eigentlich auch noch machen, oder? Oh Gott, ja, 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 klar. Ja, wenn schon, denn schon? Sicher. Und dann kommt dir gleich irgendwann ein Turm nach H3. Wenn aber das ist gar nicht so ohne, ne? Was wir da... Das sieht da gar werden nicht wir so erst mal sehen noch, ne? Die Frage ist jetzt wie nur... Wie mache ich das jetzt weiter? Mit Läufer G5 oder was? Nee. Oder mit Springer H3, Springer F4. Nee. Müsst ja irgendwie noch die Möglichkeit behalten, den Turm rüber zu zaubern. Ja. Wie wär's mit H5? Jetzt. Jetzt. Einfach mal Bauernopfer antesten. Und was, wenn er nimmt? Dann gucken wir weiter. Ach, na. Jetzt könnten du mit deinen hilfreichen Tipps. Ja, 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 ja. Sind ganz hilfreich. Bin ich aber gespannt. Okay, kannst du sein. Nee, F4 jetzt nicht. Die Prämisse immer, dass der Turm noch rüberschwenken muss, ne? Ah, zack, zack, wir haben keine Ja, Springer Zeit H3, mehr. Springer G5 jetzt, Attacke. Und wieso hast du da jetzt erstmal einen Bauern geopfert? Vielleicht nimmt er ja nicht, oder wie? Ja, ja. So, jetzt haben wir nicht nur eine geschwächte Stellung, sondern auch noch einen Bauern weniger. Und mal Läufer G5 oder sowas spielen, bringt nichts. Doch, das sieht doch super aus. Außer, dass Dame mit B6 vielleicht etwas kritisch sein könnte. Nee, dann haben wir Läufer E7. Oh nee. Der B4 hängt, der D4 hängt. Das ist eine gefährliche Kombination. Na gut, jetzt können wir ja zurückgehen. Hä? Wie zurück? Nach C1? Nach D2 vielleicht eher oder nach E3. Dann hängt der D4. Ja, dann müssen wir wohl nach E3. Naja. Ja, so, also, so also, überzeugt bin ich jetzt nicht. Nee, die Eröffnung war jetzt nicht so... so der Hammer, aber ist jetzt auch noch nicht... Ich finde, für so eine Blitzpartie ist das noch,
annehmbar, ist, oder? Ist noch spielbar, ja. Ja, gerade so. Das war jetzt aber nicht das Frettchen. Wollen wir wieder zurückgehen? Nee, dann überlegt er sich doch nochmal Dame B6. Nur wie weiter? Wollen wir mal auf E5 nehmen? Unbedingt, weil man ja tauschen soll, wenn man was will. Aber wir können Turm D3 spielen, wenn die Dame sich bewegt. Und jetzt ist nämlich richtig... Wenn die Dame sich bewegt? Weiß ich nicht. Ich habe schon wieder, ich denke immer so ein bisschen... Läufer C5 und Grandiosum Attacke. Ach so, wir dürfen uns jetzt einen Namen ausdenken. Und du komm mal ein bisschen, entweder ich muss vor oder du zurück, weil so sind wir nicht auf einer Ebene. Das kann nicht sein. Dann denkt noch jemand, du Springer bringt nichts, oder? Vermutlich nicht. Na, dann nehmen wir, was wir kriegen können. Na, jetzt müssen wir mal, B4 hängt auch. Oder C5. Turm D8. Was mit C5? Was mit Turm D8? Mit C5. Nee. So, Eröffnungsnamen, denkt man nach. Ja, okay. weiß nicht. Hier, wie heißt denn? Von Finn kommt die doch, oder? Finish. Nee. Gibt's sowas? Können wir auf C8 schlagen? Ja, wieso nicht, ne? Ja, dann machen wir. Ja, dann gleich noch Springer D2 und dann muss ich sagen. Haben wir doch noch was rausgeholt. Ja, die Öffnung hat schon so seine Vorteile. Naja, der Turm von A3 konnte schon sehr schön ins Zentrum schwenken. Das hat mich durchaus begeistert, diese Möglichkeit, muss ich sagen. Gut, das hätte man aber auch mit allein nur A4 erreicht. Dann musste man nicht B4, C4, D4 und H4 noch hinterher schieben. Machen wir nur A4 das nächste Mal. Das war zur Verwirrung, weißt du, damit der eigentliche Plan nicht erkannt wird. Ja. So, und nun? Ja, wir können die Damen tauschen, aber dann, ja. Ja, komm. Oder ist das zu langweilig? Aber ich spiele ja jetzt hier mal. Du musst halt jetzt auf König G7. Muss ich auf meinen Turm aufpassen oder was? Nö. Nö, aber Läufer B4 könnte ein bisschen stören. Das ist eine Figur. Stört die mich? Nochmal? Vielleicht erläuterst du es. Oder du machst jetzt F. Oder ich nehme den B. Ja, dann kann er sich danach entwickeln. Na gut, aber der Läufer stört mich doch keine Bohne. Na gut. Gut, gut. Oder wieso sehe ich da irgendwas? Nee, jetzt musst du halt nur irgendwie mit dem König wandern, aber... aber da ist keine andere Figur. Gut, eine. Ja, jetzt kommt gleich Springer D6 und dann müssen wir schon gucken, wo der Turm hinkommt. Äußerst kritisch noch. Kritischer ist... Eher, wenn, dann unsere Zeit. Ach, da kann ich jederzeit aber übernehmen. Ich habe ganz flinke Finger an der Maus. Nö, du übernimmst dir überhaupt nicht. Oh. Das machen wir sowas mal. Okay, dann lese ich weiter den Chat. Wie war die Erfahrung mit der ARD? Interessant. Ja, war wirklich interessant. Wir hatten ja das Fernsehen im Haus bei der Weltmeisterschaft einmal. Na, nach der Weltmeisterschaft. Ach nee, während der letzten Nacht, ja, da sind die ja hinter uns rumgehüpft. Ja, ja, ihr habt das ja vielleicht gesehen, wenn ihr die Live-Übertragung der letzten Runde mit angeguckt habt, dass hinter uns immer so ein Kameramann rumgelaufen ist. Und hier rechts hinter mir war immer so ein Schatten. Ja, ja, und dann am nächsten Morgen halt noch im Morgenmagazin dabei per Skype. Naja, die Müdigkeit hat man uns vielleicht noch ein bisschen angesehen, dadurch, dass die Kommentierungen immer sehr lang waren, aber ja, ist natürlich schön, wenn überhaupt über Schach berichtet wird. Genau. Da, und unsere Tapete wurde gelaufen. Ja, genau. Also laut Moderator ist das hinter uns, sieht man ja jetzt gar nicht, gleich im anderen Modus, müssen wir hier nochmal Begrüßung gehen. Das hinter uns ist eine wunderbar angepasste Schachtapete. Und wenn wir jetzt hier einmal den Modus wechseln, haben wir die Tapete direkt auf Browser umgestellt. Das ist schon Wahnsinn, was wir hier alles können. Und wir generieren den nächsten, der von unten gezählt wird und das ist die 12. Okay. Also 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, dann ist es hier die Nummer 3. Ruben Mantel. Das nehmen wir an. Okay, jetzt können wir natürlich das nicht so umsetzen. Vorschläge für schwarze Öffnung haben wir noch nicht bekommen. Was kann man dann testen? Wollen wir mal, hier machen wir mal E5. Oh Gott. Das spielen wir ja sonst nie. Du meinst, wir können das jetzt, weil wir einmal WM kommentiert haben. Genau.
Aber jetzt sind wir ja eigentlich schon fast out of... Oh, jetzt sind wir tatsächlich out of Burg. Gab's nicht bei der WM. Ach, ich bin immer noch im Buch drin. Ja, Läufer B3 ist zum Beispiel nicht der Main-Move. Ist ernsthaft? Ja, ernsthaft. Achso, du hast sowas Komisches ja auch mal mit Weiß gespielt. Ja, also typischerweise hätte man dann, ich glaube, Springer nach E2 gespielt und mit dem D-Bauern wieder genommen, damit D3, Rochade. Habe ich mal eine Partie gewonnen gegen den IM. Wow. Ich weiß nur nicht, wo der Läufer hin soll. Machen wir mal nach C5, ja? Ja, die finnische Eröffnung, Farbverkehr zu spielen, ist natürlich dann nochmal High-Stakes-Eröffnung. Ne? So richtig, da geht es dann um die Wurst. Schauen wir mal, ob wir ich das... Ich brauche erstmal Erholung von der finnischen Eröffnung. Danach können wir wieder angreifen. Ja. Wollen wir mal gleich hier so D5 Gambit-Seil? Wieso fragst du, ne? Wenn ich das dann ja, schon ausgeführt... Diesen Satz muss ich nicht zu Ende führen. Hast recht. Das wäre... grandioser Plan. Danke. Was ist eigentlich Sinn des Ganzen? Ich weiß es noch nicht so recht. Von deinem Aufbau, oder? Mhm, ja, ja. Naja, du hast erstmal keinen Nachteil. Das ist gut. Das ist auch schon mal was. Das ist eigentlich ein ziemlich ordentliches Ziel, wenn man mit Schwarz spielt. Ja, und jetzt warten wir mal ab, hoffen einfach mal, dass er auf E5 knüppelt. Ich musste gerade dran denken, weil wir hatten, wann war denn das letzte Woche Mannschaftskampf, wo ich, war das Königsindisch oder irgendein, naja, sowas ähnliches, habe ich mit Schwarz gespielt. Und unser einer größter Fan hat dann gemeint, dass er sich ein bisschen Sorgen um mich gemacht hätte in der Eröffnung. Und da hat Nico dann gesagt, nein, nein, völlig okay. Normal, so Sorgen muss man sich eher machen, wenn sie mit Schwarz aktiv und gut spielt. Ja, wenn das irgendwie langweilig aussieht, ne, dann ist das viel gefährlicher. Okay, die Damen tauschen wollen wir nicht. Auf Dame B6 kommt wohl Dame D4, das habe ich etwas unterschätzt. Also, ergo, werden wir was tun? Ergo werden wir einfach Springer G6 machen und den positionellen Spieler raushängen lassen. Ein Pre-Move am Rande, damit man nicht unnötig Zeit verschenkt. Außerdem kann man dann die Augen zumachen und wenn der erwartete Zug kommt, tada, wird es von alleine ausgeführt. Und wenn er nicht kommt, tada, hat man auf Zeit verloren. Ja. Ja. Gut, wahrscheinlich doch relativ ausgeglichen. Der Bauer auf hier da ist schon nicht so dolle, aber... Gut, kann man ja einmal A6 spielen. Ja, wird man wohl müssen, ne? Ja, ist doch okay, die Stellung. Ja. Besonders viel Gewinnpotenzial sehe ich jetzt auch nicht, aber... Ach, Gewinnpotenzial liegt auf der Straße. Man muss das nur aufheben. Springer H3 wurde uns gerade vorgeschlagen, der geht irgendwie nicht so gut. Oh, gut, dass man keine... Das wäre es ja noch, wenn man falsche Züge im Online-Blitz machen könnte. Das würde ja, für... Große Katastrophe, meinst du? Ja, glaub schon. Und nu. Wir könnten jetzt den Bauern zurückgewinnen, wollen wir aber nicht, oder? Eher dann... König ranbringen. Ja, den Bauern zurückgewinnen. Dafür naja, müssten wir auf F3... Das läuft halt nicht weg, ne? Nicht wirklich, nee. Hm. Ja? Hm. Ja. Ist schon alles nicht so leicht. Da hüpft er hin, das habe ich mir ja schon fast gedacht. Ja. Dann müssen wir wohl nehmen. Und dann? Weiß ich nicht. B6 spielen? Ja, dann hängt auch der. Ah, nee, okay. Ja. Ja? Gefällt mir noch nicht so nach Springer D3, ne? Ja, oder weil auch dann nach H3. Ach nee, nach H3 können wir auf F3 schlagen. Okay. Dann ziehe ich die Frage, wenn wir jetzt auf E5 nehmen, nimmt er da. Das ist doof. Wenn wir Turm B8 spielen, dann kommt H3. Wir werden zu einer Entscheidung gezwungen. Ja. Oh, obwohl, das könnte auch ein netter Trick sein. Was denn? Für uns. Ja, aber nach Turm B8 können wir das nicht mehr.
nicht mehr so machen. Wir müssen B6 machen. Das ist alles was nicht. Was war jetzt so dein Trick? Der Trick wäre gewesen, Turm B8, da macht er H3 und auf Läufer F3 zieht er Turm D7 zwischen, König E8. Wieso sollte er das denn machen? Nein, weil wir sonst auf E5 nehmen und D7 überdecken. Also, so. Na gut, wir sollten mal in der aktuellen Stellung vielleicht bleiben. Ja, aber der Minusbauer, das ist ein Doppelbauer, das ist alles halb so wild. Jetzt gehen wir nach E6 auf Springer G5. Werden wir den Abtausch wohl zulassen müssen, haben dafür einen sehr aktiven König. Ui, aha. Hat ja super geklappt. Ja, das klappt alles gerade gar nicht so super, leider. Oh, Springer F5 sieht auch doof aus. Ja, das ist ein bisschen schief gegangen, würde ich sagen, ne? Ja, macht C5. Hilft ja nichts, jetzt müssen wir uns wieder passiv stellen, aber alles noch im Rahmen. Im Rahmen. Ja, man muss das noch nicht verlieren. Wir bleiben einfach ruhig und warten auf Fehler. Denn Irren ist ja bekanntlich menschlich. Besonders im Schach. Wieso besonders da? Ganz besonders da, weil man beim Schach viel denkt. Was ist jetzt mit Turm D8, Turm D8, Turm D8? Okay, ja, ist okay. Ja, mit der Idee auf E5 zu... Ach, können wir gar nicht. Gar nicht. Ich hätte vielleicht eher so Richtung A4 gedacht, aber... Na, jetzt haben wir hier so ein bisschen das Problem, dass wir... Wo ja, steht der Turm? Ich spiele schnell auf D8. Okay, alles gut. Wir haben wieder alles im Griff. Das hat ja jetzt doch gefruchtet. Ja, ja, ja. So, jetzt müssen wir nur noch schnell spielen. Wir haben eine Minute weniger, das ist ganz schön viel. Oder irgendwie, naja, Matt setzen wird hier schwierig. Bauern durchbringen wird auch schwierig. Vielleicht kann man A4 mal machen oder so. Oder. Ja, nicht? Schnell spielen ist schon echt eigentlich gut. Okay, wir machen jetzt Aufteilung. Ich rede und du spielst. Okay. Machen wir eigentlich schon die ganze Zeit. Nee, die eine Partie habe ich auch gespielt. Ja, hier. Springer ins Spiel. Wir haben nichts mehr weniger. Haben auch nichts mehr. Und doch weniger Zeit. Ja. Dafür haben wir hat er einen Doppelbauern. Dann noch da zusätzlich einen schwachen Bauern hier. Vielleicht sollten wir trotzdem F5 machen, um ihn dann nicht nach D5 zu lassen. Das könnte kritisch werden. Das heißt, wir müssten uns auch auf den Abtausch einlassen. Aber wir haben schon ein bisschen Zeit gut gemacht. Also du. Im Chat geht es gerade um Freizeit und Hobbys. Dein von Hobby wem? So, Jura lernen. Oh yay. Nö, von unseren, nicht von uns, sondern von unseren Chat-Teilnehmern. Aber ich dachte, wir könnten uns dazu auch mal äußern. Hä? Achso. Es gab gerade ein Remis-Angebot, hast du es abgelehnt? Jo. Du bist ja... Ich will zumindest mal testen, vielleicht kann man ja hier noch irgendwie... Und wie bitte jetzt? Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Mit geschickten Dreiecksmanövern. Aber nach König A, jetzt haben wir ja auch nichts erreicht. Solange das Feld F4 unter Kontrolle... Na gut, dann können wir Remis machen. Ja. Das war okay. Das war okay. Das musste man natürlich aber auch nochmal so ein bisschen gucken. Ja, G5 war wahrscheinlich hier gerade dann nochmal irgendwie nicht so schlau. Ja, G6 eher, oder? Wenn überhaupt. Ja, aber ist wahrscheinlich nicht viel zu holen. Ja, war eine nette Partie gegen Ruben. Habt ihr Öffnung schon vergessen? Das war das mit Läufer C4. Ach ja, da haben wir uns mal ein E5 getestet. Ja, war doch okay zumindest. Ja, zumindest die Öffnung überlebt. Ja. War in Ordnung. Ja. Okay, ich schmeiß den Generator an, der jetzt wieder von oben die 13 abzählen möchte. Ja, in der Zwischenzeit können wir die Frage beantworten, welche Hobbys wir so haben. Du bist gerade in meinem Hobby suche ich hier diese Challenges. Wo ist denn das noch einmal hingerutscht? Na, sind die nicht normalerweise unter Melikos? Ja, die sind da oben rechts eigentlich. Und jetzt sind sie auch wieder da. Ach so. Der Kasten war weg. Also wir haben 2, 4, 6, 8, 8. Und was haben wir? 13. Das heißt die Nummer 5 von oben. 1, 2, 3, 4, 5. Finn.
Naja, da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob er sein eigenes System gegen uns testet. Ja, da, also das wäre ja nur konsequent. Jetzt, ja, wenn wir die finnische Öffnung... Oh. Naja, kann ja noch werden. Das wird jetzt kein ganzes Finish mehr. Nee, wir müssen mit Umstellung. Erst C6, dann B5, dann C5. Oder? Ja, irgendwie muss der Turm so noch. Schlecht sieht das doch gar nicht aus jetzt, C5. Oder was mit A4? Ja, haben wir schon ein direkt bisschen gewonnen. Gefährlich hier, aber Springer E5 dann. Oh. Ich glaube, das ist einfach voll. Na gut, dann mach E6. Ja. Das wäre doch aber auch jetzt gleich gegangen. Ja. B5 machst du noch, danach ist dir zu heikel, ja. Es wäre wahrscheinlich doch noch gegangen. Ja, ich habe ein Motiv vergessen. Das werde ich gleich erläutern, welches Verteidigungsmotiv mir gerade abhanden gekommen ist in meinem Kopf. Ist mir jetzt aber doch wieder eingefallen, ja. Also Nikos Hobby haben wir damit identifiziert. Rumschnacken. Schnaggeln. Oder nehmen wir den noch raus? Nein, kein Risiko. A5 im ersten war Risiko genug. Jetzt wird safe gespielt. Ja, ganz safe die Dinger runterspielen, das ist mein Hobby. Ja, also, dann fange ich jetzt mal an. Ja, ja. Was sind meine Hobbys? Naja, also ich mache ganz gerne Sport. Dazu gehört Fahrradfahren, wenn man das als Sport zählen kann. Aber ich fahre auf jeden Fall sehr viel Fahrrad, immer zur Arbeit. Und das sind immerhin auch 7 Kilometer oder sowas. Naja, weniger weit, aber in der Woche kommt da schon ein bisschen was zusammen. Joggen, wobei es mir jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen doch zu kalt und vor allen Dingen auch zu dunkel ist. Weil früher in der Schule bin ich morgens eine Zeit lang vor der Schule joggen gegangen und so durch den Park und dann war es so dunkel. Da ist man fast immer gegen die Bäume gerannt. Und ja, so Sachen. Dann bastel ich auch ganz gerne. Das hat sich mit unseren Hochzeitsplanungen bin ich da so reingerutscht. Und ja, Hobbys basteln. Ja, sonst habe ich auch keine Zeit. Lesen tue ich noch ganz gerne. Mhm. Und du so? Ich trinke Uso, was machst du so? Als Halbgriechen. Ja, ja, aber Halbgrieche sein ist jetzt keins meiner Hobbys. auch allgemein alles, was so ein bisschen spaßig ist und naja, nee, so auch. Ja, das ist ja auch für jeden das Gleiche. Weiß gleich jeder, was damit gemeint also, ist. Ach, wenn, wenn man Hobby jetzt das als spaßig. Wenn man Hobby als regelmäßige Betätigung sieht, was mache ich regelmäßig? Ich versuche regelmäßig was mit dir zu unternehmen, mit ich Freunden zu unternehmen. Hobby. Du bist mein Hobby. Ja, mein größtes Hobby ist die Melanie. Schachspielen ist natürlich Reisen, Hobby. Ja, Reisen. Ja, neben Schach, oder? Aber glaube ich. Ah ja, genau. Schach ist Voraussetzung. Und vielleicht kann man das auch als Hobby zählen, auch wenn es jetzt nicht eine regelmäßige feste Sache ist. Aber die ist weg. Fallschirmspringen. Nee, nicht Fallschirmspringen allgemein, aber sehr gerne teste ich neue Sportarten aus. Eigentlich wollte ich auch mal wieder mit Kampfsport anfangen, weil das einfach irgendwie schön ist, um sich auszupowern. Ach, das können wir gerne. Schachboxen, ja. Ja, das wollte ich auch sagen. Tatsächlich das sind die Voraussetzungen aber, also um... Voll hoch. Man muss 2 Jahre im Verein sein. Ja, und das Problem ist, es gibt hier keinen Schachboxverein. Hast du schon geguckt? Es gibt in Berlin welche, es gibt ganz, ganz wenige in Deutschland. Man kann ja in einen normalen Boxverein gehen und das dann... Ja, 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 das könntest du machen, aber das ist sehr, sehr spezifisch, Schachboxen, weil du zwischen den... Tricks quasi, also wie man lange dann im Boxen durchhält, nee, oder wie? Nee, allgemein zwischen Hochleistungssport, wo du dich sehr auspowerst, zwischendurch die Denkleistung zu erbringen, das ist wohl sehr, sehr schwer. Ja, da wäre ich auch dabei. Dann da hätte ich auch Spaß dran. Da hätte man nochmal Chancen, irgendwo Weltmeister zu werden. Der Weltmeister, zumindest als ich mich in das Thema eingelesen habe, hat ungefähr 2-2. Das heißt, vom Schach her sollte das für uns genügen. Aber der stammt aus einer Boxerfamilie. Der haut mir wahrscheinlich so auf die Schnauze. Ich krieg ja nochmal andere Konkurrenz als du. Auch wenn ich den im Schach ausnocke, dann haut er mir so fest ins Gesicht, dass ich wahrscheinlich
relativ frühzeitig umfallen werde. Das ist das Problem, sonst habe ich das auch schon evaluiert. Die Nummer 15 von unten. So, dann wollen wir erstmal ganz kurz hier ein Feedback noch geben. Ja, wir wollen natürlich auch noch den Trick verraten. A4 war natürlich der Trick. Finn, wir haben dich mit deiner eigenen Waffe geschlagen. Ist das jetzt eine Eröffnung oder eine Variante? Ja, also Eröffnung, weil es gehört ja zu keiner Obereröffnung, oder? Vielleicht. Also Springer Finn, E5. Wir haben dich mit Finnig geschlagen. Finnisch im Nachzug. Da hatte ich Angst vor, ja. Also Dame H5. Es geht halt noch so ein bisschen nach G6. Dann dieser alte Trick mit rausnehmen. Und nehmen wäre matt. Schlecht. Aber es gibt hier immer noch die Möglichkeit, jetzt die Dame anzugreifen, ja. Dann kommt zum Beispiel, gut, auf Dame H3 könnte man auch noch D5 oder so. Dann kann man ja immer noch nicht schlagen. Ja, auf Dame G5 könnte man aber Turm G8 machen. Aber sowas wie Dame H4, naja, dann kann man ja gucken, ob man dann, ich denke, nehmen wäre okay, vielleicht sogar Turm G8 und dann Figur mehr. Also es geht noch, wir hätten wahrscheinlich direkt A4 spielen können, aber dann hätte er die Stellung ja noch mit im Tempo mehr gehabt. Sehr gefährlich, sehr, sehr gefährlich alles. Aber wir lieben ja das Risiko, deswegen zählen wir jetzt die 15 ab von unten. Wir lieben das Risiko, deswegen haben wir auch gerade nicht auf hier gespielt, ja. 7 mal 2 sind 14. Dann ist Ästhesis jetzt an der Reihe. Und wir hätten gerne neue Eröffnungsvorschläge, also wir können nicht jetzt die ganze Zeit auf Finish zurückgreifen. Wir wollen euch natürlich auch ein bisschen klassische Schacheröffnungen beibringen. Von der wir sehr viel Ahnung haben und deswegen starten wir jetzt mit E4 und gucken, was kommt. Läufer C4. Oder Springer F3, da habe ich aber immer Angst, dass Springer F6 kommt, weil dann weiß ich nicht mehr. Auf Russisch. Oder Läufer B5. Na? Wir können ja alles. Ich habe so viel hier. Läufer B5 in den letzten Monat gesehen. Das muss Oha, was hältst du von B4? Oh, die typische Art, ich spiele das so. Liebe Leute! Was würdet ihr mit so einem Mann machen? Ich glaube, ihr solltet doch zum Schachboxen gehen. Und dann könnt ihr in solchen Momenten vergessen, man macht einmal mein Können anwenden. Und zwar nicht das Schachkönnen. Kannst sondern das Boxkönnen, ja! Nein, du musst es nicht übersetzen, du musst einfach nur lachen. Okay, du willst mir... Oder erschrocken gucken. Du willst mir ins Gesicht prügeln. Kann ich verstehen. Ich vergesse die Theorie immer dazu. Deswegen musst du jetzt mit deinem taktischen Können aushelfen. Jetzt werde ich wieder gebraucht, ja? Ja, richtig. So. Gerade eben nicht. Erstmal muss ich eine Nachricht an Finn loswerden. Das ist nicht schlimm, wenn ihr irgendwas einstellt oder so. Dafür, ach, Quatsch. Dafür, also das braucht keinem hier unangenehm oder so. Wir sind ja unter uns. Ja. So. So, also wir machen einfach so ein bisschen Angriffsschach. Bauern sind jetzt mal tatsächlich nicht so wichtig. Gerade im Blitzen. Dann ist nur wichtig, wenn man Gambit spielt. Dir gibst. Wenn man Gambit spielt, dann schön Druck machen und dann läuft das. Nee, Läufer schlägt. War das gerade. Also es wurde gerade gefragt, Italienisch mit 9. Läufer schlägt F7, ist das eine der Hauptvarianten? Wäre das jetzt das, was wir gerade gehabt hätten? Nee, das war ja... Thomas, nee. Wir wissen, glaube ich, gerade nicht, was deine Frage beinhaltet. Wie ging das hier nochmal weiter? Ich würde sagen, wir rochieren mal und bringen den Turm in den Einsatz. Ja, wie war das noch hier? Ich glaube, man konnte sogar irgendwie A4, Dame A2 spielen. Irgend so eine ganz komische Scherze. Aber da wollen wir doch Turm D1 machen. Ich weiß das nicht mehr. Oder Läufer B5 oder was? Was machen wir eigentlich? Was machen wir hier? Ich weiß es nicht. Aber es liegen jetzt so viele taktische Motive in der Luft. Und das ist natürlich super schwer in der Blitzpartie abzuwehren. Nur Springer schlägt E5. Das wollte ich gerade sagen. Das sind die sehr viele. Wie viele jetzt nochmal, genau? Ja, Dame E6, sowas habe ich mir doch fast gedacht. Ein bisschen abducken hier. Jetzt können wir wieder zurückgehen mit dem Läufer. Ja, aber das finde ich auch irgendwie doof. Was können wir sonst noch machen? Dame D5 bringt es jetzt auch nicht wirklich. Na, eigentlich konsequenterweise müsste man nehmen und Springer schlägt E5 machen, aber... Ja, mach doch.
Aber das tauscht so viel ab. Ja, komm. Haben wir nicht irgendwann mal... Oder zumindest... Ja. Du könntest jetzt auch Karl Sinesk spielen. Ja. Und auf C6 schlagen. Jetzt nicht mehr. Ja, spielen wir gegen Bauernschwäche. So wie Magnus es tun würde. Mach den Magnus. Spiel auf Bauernschwächen und dann kann das nur gut laufen. Lange Rochade. Na gut, der Springer hing so halb. Ich versuche mal nebenbei, du denkst mal hier, ich versuche mal nebenbei die Frage zu beantworten. Also E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4, Läufer C5, C3, Springer F6, D4, Läufer D2, Springer schlägt E4. Läufer. Ach ja je. Ja, da kenne ich mich jetzt nicht so 100% aus. Also eigentlich gar nicht. Wir stehen gar nicht mal so sorry, gut. Sorry, Thomas, da kann ich dir zumindest gerade keine Antwort geben. Ich muss jetzt unkonventionelle Entwicklungsstrategien anfahren. Ja, ist ein bisschen problematisch, was ich hier verzapft habe, muss ich sagen, während du weggeschaut hast. Ja, das kennen wir ja. Aber zum Glück kann ich jetzt das Ruder an mich reißen. Sicher, dass du das willst? 2 Minuten und schlechte Stellung? Willst du das auf dich nehmen? Ja. Ah, vielleicht quatsch ich auch lieber weiter. Ja, besser ist das. Springer A3. Da hat er sehr gute Perspektiven nach C2 und dann na B4 vielleicht zu kommen. Ja, das finde ich gut. Finde ich gut. Ja, und dann machen wir irgendwann mal noch ein Luftloch. Dann können wir nämlich auch unsere Türme wieder bewegen. Dann spielen wir A4, A5. Und Problem ist eher, wenn selber Läufer C5 kommt, dann Läufer C4 und so. Stört doch nicht, ist einmal ein Turmangriff. Geh mal weg. Und dann droht hier ein Einschlag auf F2. Nein, da droht kein Einschlag auf F2. Da haben wir noch einen Läufer auf F4. Ich vertraue dir blind. In Kombination mit G5. Ja, du brauchst da jetzt nicht so Sprüche zu klopfen, die Stellung habe nicht ich herbeigeführt. Was? Doch, weil du hast es schlecht geredet, das Evans Gambit. So, jetzt ist er da natürlich drin. Vorhin. Ne? Und wir müssen uns fragen, was tun wir? Springer B4. Vielleicht. Oder Springer... Springer D4 kann auch einfach geschlagen werden. Ja, aber Springer B4 kann einfach auf C3 nehmen. Ja, dann nehme ich auf C6. Und dann nimmt er auf F2. Schach. Achso. Und der da hängt. Alles nicht so unkritisch, aber wir werden natürlich weiterhin uns die beste Mühe geben, diese Stellung sauber zu verwerten. So sauber wie bisher, ja. Schottisch sollen wir mal machen. Hast du da, kannst du das? Ja, klar. Du kannst es besser als das. Ich hoffe. Weißt du überhaupt, wer schottisch ist? Nein. Also den Bauern werden wir wohl auch noch geben. Da hilft ja alles nichts. Aber ich habe mal gehört, mit verschiedenfarbigen Läufern soll man angreifen. Deswegen werden wir das jetzt tun. Ja, oder Schwerfiguren tauschen. Echt? Wobei, wenn wir den A2 noch verlieren. Aber wir wollen doch gewinnen. Wie können wir denn dann Schwerfiguren tauschen jetzt? Wir müssen auch mal hier ein Luftloch schaffen. Was ich vor 5 Zügen bereits sagte. E5, F5 und wir kommen da nicht so wirklich weiter. Also, erstmal irgendwie den Läufer... Ziele schaffen und dann man kann alles noch gewinnen. Jetzt hier dahin. Ist jetzt ernsthaft dein Plan hier zu gewinnen? Klar. Naja. Auf was für Ergebnisse spielst du denn sonst so? Na sonst so, auch auf Gewinn, aber nicht in solchen Stellungen so. Naja, das ist auch ein gewisses Element im Schach, schlechter zu stehen. Das gibt, dann ist jegliche Verantwortung weg und er muss sich dann immer Gedanken machen, so, oh, kann ich mit dem Zug meinen Vorteil halten und mit dem? Und man kann befreiter aufspielen, wenn man kein Material mehr hat. Ja.
Aber vollkommen, was macht er denn jetzt? Ist überhaupt nicht einfach. Ist Rot Turm E nach C1? Ja, jetzt kommt ein Schach hier. Danach nehme ich auf C6. Na gut, wir haben jetzt inzwischen auch so viel Zeitvorsprung, dass ich auch wieder an den Gewinn glaube, aber es war schon sehr sportlich, dein Plan. Jetzt können wir Läufer F4 drohen. Oder noch einfacher. Ja. Ja, ja. Aber Respekt für die Partie, gut gespielt. Am Ende ein bisschen zu langsam. Wir haben uns da etwas verwurschtelt. Ne? Also dieser Damentausch, das war schon nicht die richtige Wahl, glaube ich. Danach wurde es einfach zu einfach, ja. Also hier war ja. Ja, oder schon. Wir haben vielleicht auch einfach mal zu schlecht gespielt. Ja. Ja, ja. Ja, ich denke, hier geht's noch, aber die Bauernstruktur ist auch schon nicht so gut, aber ja, naja, aber was soll's. Ich hoffe, was soll ich dazu sagen? War nicht unser bestes Stück, aber jetzt kommt die 7 von oben und jetzt werden wir natürlich nochmal zeigen wollen, dass wir auch ohne einstellen können. 5. Einstellen, das war doch geopfert. 7. Geopfert? Ja, das doch war noch ein Gambit, oder habe ich jetzt im Ersten? Ja, danach aber danach, haben wir alles eingestellt. Im Anschluss. Ja, das war erweitertes Gambit. Okay, also Flügel-Gambit wird sich hier noch gewünscht. Das können wir natürlich auch. Und es kommt natürlich auch sofort. Das spielt einer aus unserer Mannschaft. Was? Das ja? Echt wer? Klaus Jürgen. Echt? Ja, er spielt mit A3, B4. Fast in jeder Turnierpartie. Na gut, ich gucke immer nur bei mir selber. Oh, cool. Naja, ich bin... Du kennst mich ja. Ich sitze immer hochkonzentriert am Brett. Zumindest tue ich immer so. Ja, zumindest tust du so. Ja, und laufe sehr wenig rum. Ich kenne nur nicht die tatsächliche Theorie hierzu. Also wenn du mir aushelfen würdest, wäre das ganz grandios. Ich hätte gedacht, wir können vielleicht sowas wie E5 machen, um Raum zu gewinnen. Und dann habe ich dann schon gespielt. Dachtest du. Ich glaube, ich muss mal wieder die Maus an mich reißen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das. Tu das. In ob du das in der Stellung willst, weiß ich auch nicht, aber. Ich sollte doch wieder von. Und den solltest du rausnehmen, weil du bist ja jetzt erst in die Partie gekommen, deswegen verrate ich dir. Du mir deine grandiosen Ideen. Dass du noch en passant schlagen darfst. Ach, vielen Dank für diesen hilfreichen Tipp. Oh, ich dachte, du machst den aktiv. Geht's doch. Du stellst dir alles ein und ich versuche dann normale Züge zu machen. Ja, normal ist halt nicht angesagt, wenn man gambitiert. Aber A3 ist auf jeden Fall das jetzt. Das hätte super. Ich auch so gespielt. Ich weiß. Achso, Spanisch mit G6. Das kann man nur mit Schwarz machen. Gönnst du dir den? Gönn dir den. Also mit C3 stellst du zumindest jetzt gleich eine Drohung auf. Aber Springer A3 sieht auch schön aus. Sehr gute Stellung. Gefällt mir. Was ist mit C3 für eine Drohung verbunden? Ja, du lockst ihn nach D3 und auf das ist dann... Ist doch keine Drohung, das ist eine Falle. Ja, eine Falle halt. Also mit C3 gut ist die Drohung auf B4 dann zu schlagen. Falle. Fallenstellerschach. Im Blitzen soll man Fallen stellen. Viele und miese. Ja. Oh, jetzt wird mir kalt hier. Du wolltest spielen. Das hat aber jetzt nichts mit dem Spielen zu tun, dass mir kalt ist. Haben wir was übersehen? Läufer A3, Dame A5 oder was? Nee. Vielleicht. Na, die hat doch noch andere Felder, oder nicht? Da zum Beispiel. Ach so. Dachtest du, der E7 hängt? Weiß ich nicht. Der ist noch gedeckt. Weißt du nicht, ja. Und nun? Springer C3 oder so? Einfach Züge machen, mit denen die Gegner nicht rechnen. Weil Springer schlägt E7, das wurde bestimmt schon vorgezogen, gepremoved, ne? Damit rechnet dann keiner mehr. Okay, okay. Du könntest jetzt natürlich irgendwas spielen. Nein, noch nicht. Wie wär's? Naja, nee, das ist ein bisschen zu... Obwohl... Ich dachte so an Dame B1 im Sinne von... Nicht schon wieder Damentausch. Dann haben wir einen Wolga-Gambit. Na gut, dann Läufer D3.
dann Läufer Richtung König bringen. Das sieht gut aus. Ich muss mich jetzt schon zeitig ankleiden. Das ist schon eine Gänsehaut. Ja, weißt du, das ist so. Ich bin ja gerade vor unserer Show. Das ist so. Hier bin ich ja erst von der Arbeit gekommen und ganz schnell mit meinem Fahrrad geradelt. Und da hatte ich noch Restwärme. Und jetzt lässt die nach bei deiner eisigen Art hier. Ja, das stimmt. Ich bin häufiger so. Springer A4. Ich glaube, das war in der früheren Stellung gemeint. Oh, aber jetzt geht gleich Springer schlägt B4. B5. Ja, das stimmt. Weg damit. Und dann irgendwie die Figuren Richtung Angriff überführen. Wie wir das machen, weiß ich noch nicht. Läufer B7. Und wo dann hin, weiß ich nicht genau. Weißt du es? Was? Ich habe nicht zugehört. Ist okay. Ich habe diese Variante mit dir erörtern wollen. Springer C3. Finde ich gut. Was soll ich jetzt auch noch anderes sagen, ne? Ja, ich glaube, wir können das lassen mit den, mit der Angriffsidee. Ja, das ist ganz gut verteidigt, der H7. Ja, schade. Aber wir haben zumindest schon keinen Bauern mehr, weniger, ne? Trotzdem finde ich eigentlich noch, dass Schwarz ganz gut steht, wenn er auch den Entfernten hat. Er hat den Entfernten. Kann ich nichts gegen sagen. Na, du könntest was dagegen sagen, dass er gut steht. Ja, er steht nicht gut. Der Trend ist auf unserer Seite. Ja, das ist so. Na gut, das stimmt. Was ist mit. Ich würde gern D4 mit der Ideesprünger C5 spielen. Wird gemacht. Müssen wir nur noch auf unsere Dame ein bisschen aufpassen. Okay. Hast du immer ein Auge auf die Dame? Ja, es hilft mir nichts, wenn ich die Dame angucke und du Springer C5 spielst oder kommt Torfschläg C5 und ich kann dir sagen, dass sie jetzt weg ist. Okay, dann müssen wir andere Schutzmaßnahmen ergreifen. Den sollten wir wohl schlagen. Obwohl Dame D2 oder so auch gar nicht so. Dann kommt aber ein Springer hinterher. Nach E4. Und ich soll ja ein Auge auf unsere Dame haben und auf dich, der du wieder aus dem Bild verschwindest. Okay, was stört mich? Mich stört das nach Läufer A6, da tauscht sich das raus, dann sind die Zentralbauern doch schon ein bisschen, ach egal. Wer haben die Bauern denn dadurch gewonnen? Ja. Und nur weil perspektivisch vielleicht ein anderer schwach werden könnte, der eh schon schwach ist, unabhängig davon, ob wir den A6 schlagen oder nicht. Okay. Finde ich dieses Argument nicht stichhaltig. Okay, es wird aufgefordert, dass ich dich wärme. Das war aber damals vor 10 Minuten, als ich mich beschwert habe, dass mir kalt ist und ich jetzt. Okay, dann wird das jetzt nicht gemacht. Läufer zurück. Hast du immer ein Auge aufs Matt? Auf G2. Auch noch, ja? Bitte. Muss ich jetzt schon anfangen zu schielen? Ein Auge auf die Dame und eins aufs Matt. Das ist gerade noch so schwierig, vielleicht aber gerade noch so ein Blickfeld. Ich kann nicht schielen, glaube ich. Probier mal. Ich weiß gar nicht, wie das gehen sollte. Ich kann das auch nicht. Ich gebe das zu, ich habe das nie gelernt. Ist jetzt, glaube ich, auch nichts, was man können muss, oder? Außer wenn man eben auf Dame und Matt gleichzeitig gucken soll. Ja, 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 ja. Tatsächlich, bewundern wäre übertrieben, aber tatsächlich. Kann? Ja, ja. Nein, das sagt man doch jedem Kleinkind, dass es das nicht machen soll, sonst bleiben die Augen stehen. Ja, das halte ich für. Und deswegen geht man auch nie hinter ein Baby, was so liegt. Also stellt man sich nie dahinter, weil das sonst anfängt zu schielen. Und das bleibt dann so, wenn man es noch erschreckt. Also wenn nein, aber man soll nicht schielen. Also wenn man mal irgendwie ein Baby ärgern will, dann von hinten kommen und dann erschrecken. Dann bleiben die Augen außen nein, oder innen stehen. Das ist jetzt nicht witzig. Hör auf damit. Okay. So, schlagen, schlagen, da geht bestimmt irgendwie ein schöner Abzug. Ich hab dir vertraut. Wo ist der Abzug? Ich habe dir vertraut. Ja, meine Augen sind auf der Dame und auf dem König. Was erwartest du? Okay, dann jetzt nur noch auf Dame und Abzüge. So, also ich sammle schon mal hier Eröffnungsvorschläge. Mora Gambit. Flügelgambit, Spanisch mit G6. No, also Mora, Flügel haben wir gerade gespielt, das war Flügelgambit. Ach so, okay. Haben wir schon gemacht.
Achso. Dann nur noch. Was ist nochmal Mora mit D4 und C3 denn, oder? D4 und C3? Mora? Oder? Mora ist doch irgendein Gambit. Wie funktioniert das? D4, C3 ist doch kein. Gambit heißt? Aber D4, C3 ist doch kein. Nee, wenn der dann auf Sizilianisch. E4, C5, D4 schlägt C3, oder? Oder? Ach ja, ich glaube, du hast recht. Okay. Freuen sich schon alle auf unsere schielenden Kinder. Ja. Und die können dann simultan spielen, weil sie mehrere Bretter überblicken mit ihnen, mit den nach außen schielenden Augen. Dafür sorgen wir. Wir kommen beide von hinten rechts und hinten links. Oh Gott, und dann erschrecken wir unsere Kinder. Wir müssen ja uns schon ein bisschen Niveau bewahren, auch wenn das Banter ist. Wir können, um das Niveau nochmal etwas anzuheben, hier die Partie zusammenfassen. Ja, achso, okay. Ich habe jetzt schon den Zufallsgenerator geholt, aber entscheidende Stelle in dieser Partie war bestimmt B5, der einen Bauern eingestellt hat. Davor standen davor, wir nicht so gut. Ja, nee, dann war vorher schon mal eine entscheidende Stelle. Du kannst ja nicht nur die entscheidenden Stellen, wo unsere Gegner Fehler gemacht haben, nennen. Nee, ich glaube schon hier, das war alles nicht so erste Sahne. erste Sahne? Ich glaube, man sollte hier entweder auf C5 nehmen und D4 spielen oder A3 spielen. Der Läufer B2 war irgendwie ein verschenktes Tempo. Das war nicht ganz so. Genau. Ja. Ja. Also, ich. Können eigentlich mal niedrigere Zahlen hier generiert werden? Da muss man immer so durchzählen. Ja, sind 5, sind nochmal 5. Ich dachte, müssen wir nicht wieder von unten. Wood Buffalo. Ach, ich dachte diesmal von oben. Aber wir ändern das gleich mit 10, weil anscheinend ist heute Freitagabend und die ganzen Schachspieler sind feiern. Abfeiern. Also wie ging das jetzt? Oder Vereinsabend ist auch häufig Freitag. Oh, stimmt, ja. Was? Morgen oder? Ja, da müssen wir aber auf C5 jetzt hoffen. Tja. Jetzt können wir Mittelgambit machen. Ist so ähnlich wie Morgen, meinst du? Ja. Mit Weiß. Ist doch wie Mora. Oha, hier wird alles rausgenommen. Dann machen wir gleich weiter mit Springer F3. Sie guckst du einmal was, weg. Was? Was ist das denn hier? Die Drei-Bauern-Opfer-Variante. Es sind aber bisher erst zwei. Ich bin ja gespannt, wo der dritte noch. Jetzt tu noch so, als ob du dir wirklich was dabei gedacht hast. Interessant. Oh. Jetzt versuch dich schnell zu rochieren. Mach Läufer B5 und rochade oder so. Okay. Wobei Läufer D7 war jetzt nicht in meinem Plan mit drin. Aber so können wir rochieren. Guck mal. Und dann muss er jetzt der Springer weg, theoretisch. Haben wir diese Eröffnung jetzt erfunden? Nein. Mist. Wir haben eingestellt. Nur nicht alles, wo man wahllos Bauern einstellt, ist eine erfundene Eröffnung. Aber sag mal lieber, was machen wir, wenn er jetzt, was kann er jetzt Vernünftiges machen? Er könnte auf E5 nehmen. Wäre gar nicht so unvernünftig. Sollten wir wahrscheinlich doch den Läufer ziehen. Naja, aber er hat Entwicklungsprobleme, einige Probleme zu lösen und wir haben keine Entwicklungsprobleme, weil wir so viele... weil wir so viele Bauern weniger haben, dass alle Figuren rauskommen. Ja, exakt. Nicht zu unterschätzen, dieser Fakt. Hier lernt man fürs Schachleben, sage ich euch. Ja, und jetzt kommt nämlich der Trick. Springer E4 wird jetzt auch noch ausgepackt. Ein Trick nach dem anderen. Na gut, jetzt sieht das tatsächlich gut aus. Ja, jetzt das war so ein bisschen... Mit dem Läufer oder mit dem Springer? Das ist die Frage, ne? Eigentlich mit dem Läufer, oder? Das war so ein Läufer oder Springer? Das ist schwierig. Das war so ein bisschen Pre-Move-Style, Läufer E6. Und Turm E1 wäre, glaube ich, aber auch einfach nicht der beste gewesen. Und jetzt hat sich das... Es rentiert sich, dieses Investment von drei Bauern scheint sich zu rentieren. Eins, zwei, drei. Wir haben ja auch einen bekommen, ja, wenn man den E-Bauern noch dazu zählt. Na gut, das gefällt mir eigentlich ganz gut oder gefiel mir auch die Eröffnung, muss ich sagen. Sehr aggressiv.
Du bist nicht begeistert. Nee. Da guckt man einmal kurz im Chat und plötzlich hat man zwei Bauern weniger. Ja. Aber danach hast du es gut gemacht. Danke. Okay, dann wollen wir das natürlich nochmal durchgehen. War interessant. Also, ja, es kann bestimmt nicht das so... Das war das Schiller-Gambit. Das Schiller-Gambit, ja. Es kann nicht so verkehrt gewesen sein. Ja, eigentlich beim Schiller-Gambit müsste man H und A Bauern opfern. Ja, also hier wäre natürlich auch Läufer B4 interessant gewesen, Springer D2, Springer E4, sowas. Ne? Oh, wir dürfen Bauern nur auf schwarze Felder stellen. Das macht aber nur Sinn, wenn der Gegner das nicht weiß. Sonst ja. Wird es ganz schön schwierig. Ansonsten, ja, ich glaube C schlägt B5 ist hier der Verlustzug. Weil nach Springer E4, also nach Turm E1 geht's wohl noch. Dann kommt Läufer E6 und jetzt auf Springer E4 kann Springer D7 kommen. Es ist noch geradewegs alles gedeckt. Aber nach zuerst Springer E4 kann er den Springer nicht nehmen. Der normale Zug, den ich erwartet hätte, wäre Springer D7, um den F6 zu decken. Naja, und jetzt kommt Turm E1 und Läufer E6 geht nicht mehr. Und das könnte einen entscheidenden Vorteil bringen an der Stelle. Ja, und dann auf König D8 zum Beispiel sowas wie Springer C3, es muss Springer E5 kommen und dann weiß nicht, vielleicht Springer D5 oder so. Sieht auf jeden Fall nach massig Kompensation aus, muss ich sagen. Ja. Oder? Ja. Ja. Aber so, war eine spannende Partie. Ja, generieren wir aber nicht bis 15. Dafür sind zu viele Schachspieler gerade am Party machen. Drei von unten oder oben? Jetzt von unten wieder. Okay. 1, 2, 3. Oh Gott. Also, wir vergraulen anscheinend alle. So wenig ist selten los. Aber wir machen trotzdem uns dann gerne versucht, nochmal mit einer Custom Challenge herausfordern und dann stellt ihr irgendeine lustige Stellung auf und dann spielen wir das mal aus. War noch was an Vorschlägen da? Nee, nur mit Schwarz. Spanisch mit G6 habe ich noch in meiner mentalen Liste. Aber E4 oder du bist immer E4, ne? Mhm. Okay. Ja, dann übernimm mal das Ruder, ich trinke einen Schluck Kaffee. Okay. Doch nicht so. Nein. Spielst du das auch manchmal mit F4? Nein. Du bist doch schon über dem Bauern gewesen. Du wolltest nur, um F4. An den Springer zu kommen. So wie in der Partie, einmal drüber halten, so um anzutäuschen. Dann hat der Gegner Angst, dass der kritische zukommt. Und dann greifst dann du. Dann spielt man einen unkritischen, oder? Das ist ja ein Trick, Mensch. Ja. Einmal Angst machen. Einmal so drüber fassen, um zu gucken, wie er reagiert. Aber ängstlich reagiert, aber ein ängstlichen. Ich muss mal ganz kurz, du hast da einen Fussel. Der ist so klein, den sieht man nicht, aber ich sehe den. Deswegen muss ich den mal eben entfernen. Ja, nee, ist klar. Wir sollen Thomas' Variante prüfen. Mit Weiß. Was war denn nochmal die Variante von dir, Thomas? Vielleicht kannst du das noch einmal sagen. Dann werden wir dem einen streng wissenschaftlichen Test unterziehen. Die Meisterprüfung, es muss im Bantern bestehen. Hm. Ja, jetzt wird noch vorgeschlagen, dass man aus dem Bantern hier irgendwie ein Partyspiel macht. Das könnte natürlich... Nein, das ist ja hier eine Jugendsendung. So, immer ein Gläschen, ein Schlückchen Milch. Kakao, ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob wir manchmal, doch ich glaube, manchmal haben wir auch Ticks, bestimmte Wörter oder so zu sagen. Du sagst andauernd bisschen. Ach, das kann ja nicht sein. Maximal ein bisschen, sage ich das. Ich relativiere viel, das stimmt, ja. Das lernt man auch schon im Jurastudium. Es gibt kein Schwarz oder Weiß, kommt drauf an. Es ist immer hier und da und... Was sag ich denn oft oder wie bist du da jetzt gerade drauf gekommen? Ich bin darauf gekommen, weil es sehr häufig ein beliebtes Trinkspiel ist, zum Beispiel auch zur Präsidentschaftsdebatte. Hillary Clinton hatte ganz bestimmte Wörter, die sie mal wieder benutzt hat. Und allgemein wurde halt auch so geguckt, okay, wenn beide Springer H4? Ja, dann kommt Springer schlägt D4. Kannst du wieder nehmen und auf D6 nehmen? Also, weiß ich nicht, ob das gut ist, aber... oder wenn sie halt vulgär werden, das war ja auch ab und zu mal...
Kam vor, ja. Ich dachte sogar mit dem Bauern nehmen und mit der Dame auf D6. Also vielleicht, ja. Wie macht man einen Pre-Move zurück? Ich weiß es nicht. Na so. Ja, echt? Hm. Oh, hä? Ach, ich bin schon wieder dran. Jetzt darfst du sogar da reinhüpfen, ohne dass was kommt. Wow. Oh. Also. Ja, also du hast jetzt irgendwie deine Sachen nicht zu Ende geführt. Das heißt, immer wenn du ein bisschen sagst, dürfen die Kakao trinken. Ja, dann müsst ihr einen Schluck Kakao trinken. Ich glaube, dann kriegt man irgendwann Bauchschmerzen. So, hallo Keksi. Oder eine Kakaoallergie. Ich muss ehrlich sagen, ich versuche gerade die Variante von Thomas. Das habe ich auch schon vorhin mal probiert, aber ich bin da kläglich dran gescheitert. Ach so, ne. Was macht also Thomas im Wesentlichen weist da auf die Varianten hin mit D4. Du spielst da C3, Springer F6. Ich muss gerade nachdenken. Und D4 sind ja so die Trickser-Varianten. Warum? Weil ich nicht weiß, was ich jetzt machen soll. Mhm. Grandioser Plan. Was? Wieder zurück? Ja, jetzt kommt G4 im nächsten. Das wäre gefährlich dann sonst. Wieso? Na, bis du auf E4 wiedergenommen hast. Das war nur ein Späßchen. Ach so. Ja, nö, ansonsten, was gibt es sonst Neues in der Schachwelt? Die London Classics haben angefangen, nachdem Anand dieses Blitzturnier gewonnen hat, aber so ganz habe ich das nicht durchstiegen. Das war irgendwie so. Ich denke schon. Das war wieder so eine Art Teamblitz, so wie in St. Louis immer mit den Gründern, mit Randy und. Das ist immer witzig. Vater, glaube ich. Ja, das ist durchaus witzig. Und man kann aber recht klar erkennen immer, wer wann gezogen hat. Und er hat Anand gewonnen. Da habe ich mich gefragt, gerade auf dem Niveau, wie viel Unterschied macht das, ob dein Partner ein bisschen besser ist oder ein bisschen schlechter? Ich glaube, das macht einen enormen Unterschied. Ja, klar. Das merkst du doch mit mir immer. Wie schön das ist, mit jemandem viel besseren zu spielen. Ja, das macht mir immer große Freude. Warum? Was? Dein Läufer gefällt mir nicht, aber okay, du bringst ihn in den Angriff, versprochen? Ja, natürlich. Gut, Deal. Was gibt's hier auszusetzen? Gar nichts. Na, siehst du, das dachte ich doch. Null und nischt. Ich dachte nur, vielleicht könntest du König H1 machen und dann den Springer rüber. Eins, zwei, und das gedeckt. Oh, du bist doch wahnsinnig, das aufzumachen. Das verliert schon fast. Das darfst du nicht machen. Das ist positionell verloren. Geht's noch. Aber du kannst den Springer nach H5 stellen und dann matt machen. Dann sagst du einfach mal Schachmatt und guckst, ob er das glaubt. Hä, wo ist das matt? Naja, mit H4 noch. Also es dauert noch einen Moment. Aber den Springer nach H5 bringen ist doch schon mal... Ach, das ist ja auch noch gar nicht im Ansatz matt. Aber das kommt. Turm noch und so, alles dahinter. Also Springer ruhig dahin, alles Richtung Matt setzen. Ich will aber F4 spielen. Nach H4 sieht das doch schon wirklich aus, als wäre F4. Jetzt? Ja. Wo ist denn das matt? Ich sehe das immer noch nicht. Es ist noch nicht matt, aber es wird. Zeig's mir. Und jetzt? Gleich. Hätte man nicht erst Turm G1 spielen sollen? Dann kann man H4 ja nicht mehr verhindern. Vielleicht Dame... Turm... Du hast recht. Ja, im Zweifel hast du immer recht. Ja. So, oh. Zwischenzug. Zwischenzug. Ja, da dürfte doch eine Figur gewinnen. Der, wenn du ihn einfach wegziehst, was macht er denn dann? Er hat sich doch jetzt alles versperrt. Ja. Dies ist korrekt. Du und deine Tricks immer, das ist... Die ich selber gar nicht gesehen habe, aber... Dadurch sieht der Gegner das auch nicht. Ich hatte letztens eine Blitzpartie... Oha. Trick. Da habe ich doch tatsächlich auf der H-Linie verdoppelt und Dame H7 Schach gespielt. Und er hat mir das vollends abgekauft. Oh, wir haben in der Großansicht gespielt. Macht nichts. Gab es mehr am Rande zu sehen. Und ein Springer von ihm stand auf G5 und hätte die Dame schlagen können.
Und die stand da noch drei Züge. Und was? Wo? In der was? In der Blitzpartie, so. Ja. Ja, also dann irgendwann dachte ich, hui. Aber das hilft manchmal. Also ich habe manchmal das Gefühl, entweder es gibt, also häufig gibt es so eine Art kollektives Versagen, dass beide Spieler dieselbe Drohung übersehen, auch wenn sie offensichtlich ist. Genauso wie bei Carlsen anderen, ja. Der Einsteller damals. Ja, sagen, oder auch jetzt beim WM-Match, Springer schlägt F2. Ja, Carlsen hat es dann aber gesehen. Wie, der hat es dann gesehen und aber in Kauf genommen, oder was? Da war es schon zu spät, ja. Na gut, danach das zu sehen, ist ja jetzt keine Kunst. Von oben oder unten? Jetzt wieder von oben. Okay. 3-4, dann ist Johann Wilhelm Möbius dran. 4 Minuten plus 2 Sekunden. Ei, 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 ei. Da möchte einer ja nicht über die Zeit gehoben werden. Geht klar. Gab es noch Wünsche? Ja, E5, Spanisch mit G6. Ich weiß aber nicht mehr genau, wann man es gespielt hat. Okay. Ich glaube noch dann irgendwie A6 oder A6 kann das schaden. Nee, das machen wir. Und danach dann G6, glaube ich. Ohne Springer E7? Im Zweifel, ja. Ich prüfe nochmal die Varianten in meinem Kopf und dafür gucke ich nach oben. C3, ja. Das sieht immer C3. Schlau aus. Ja. Alexander-Fritz-Variante. Mit Springer G. Ach ja. Ich glaube. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Was? Was fehlt? Ja, jetzt weiter wurde uns nicht vorgegeben. Jetzt kannst du dich ausleben. Oh, ausleben. Das klingt ja nach was. Ja, Springer E7 oder, naja, D5 ist ja nie schlimm, naja. Na. Na, dann mach Springer E7. Gefällt mir. Nur bedingt. Richtig. Du kennst mich gut. Auch D schlägt E5. Wir könnten auch mal Geschwätzblitz machen und immer abwechselnd. Also mit Wörtern ist es wahrscheinlich sehr schwierig, aber so Wortfetzen. Findest du das gut? Ja! Wie bescheuert ist das? Die Alexander-Fritz-Variante, tatsächlich war ich der Meinung, es ist nur die Fritz-Variante und sie ist, ich dachte da, tatsächlich, das war mein Gedanke, sie ist danach benannt, weil es der Vorschlag von der Engine war, Springer D4 an der Stelle zu spielen. Aber die Engine heißt nicht Alexander mit Vornamen. Nope. Das ist das Irritierende daran, dass hier jetzt gesagt wird, die hieße Alexander Fritz. Ja, ich meine nur, weil du dir das in deinem Köpfchen so überlegt hast. Ja, das macht es zur Wahrheit, findest du nicht? Nein. Nein? Weit von entfernt? Okay, ist das ein guter Spanier mit G6? Ich finde, Weiß spielt logische Züge, wir nicht so unlogische Züge. Und die Stellung sieht doch recht spielbar für beide Seiten aus. Das erinnert mich an die Variante mit Springer E7. Wie heißt denn die? Wenn man im 5. oder was Springer GE7 spielt, da kommen so ähnliche Stellungsbilder. Ja, da wird ja G6 häufig nachgeschoben. Das wollte ich ja eigentlich auch so machen. Ich dachte, das wäre die G6-Variante. Ach so. Ja. Okay, machen wir auch. Gleich ist die Entwicklung abgeschlossen und dann haben wir doch äußerst gute Karten hier. Springer C3 ist schon sehr kritisch nach Läufer G4. Könnte schon fast Material gewinnen. Jetzt kann man auch Läufer G4. Ja. Sieht auch schön aus. Äußerst. Was? Ja. Dann schlagen wir auf F3. Auch wenn er D5 spielt, oder? Oder gerade wenn er D5 spielt. Und ja, Läufer D5 ist. Hä? Schlag doch auf F3. Ja. Achso, dann schlägt er auf C6 und der Springer ist gefesselt. Verstehe. Kombiniere. Dann müssen wir sowas wie damit E7 einschieben oder was? Obwohl, dann geht vielleicht auch Springer schlägt E7. Nee, Läufer schlägt E7. Dann opfern wir eine Qualität. Opfern. Ja. Ja, und dann gehen wir Richtung Mattangriff. Attacke. Hm.
Ja, Lauf hat die 5 war auf jeden Fall sehr stark. Ja, hat er gut gesehen. Johann Wilhelm. Jetzt werden wir ihn mit schnellem Spiel auseinanderbringen. Auseinanderbringen. Durcheinanderbringen. Ich glaube, du bist selber ein bisschen auseinander, ne? Ja, ein klein wenig anscheinend. Ja, immer wieder schön. Ja, okay, also gut gespielt von Johann Wilhelm Möbius. Und jetzt sollten wir... Schlecht gespielt von Nikolas. Darf ich deinen Zweitnamen verraten? Nein. Lubbe? Alles top secret. Wie geht's hier weiter? Ich sehe den Angriff noch nicht, wirklich. Den müssen wir irgendwie herbeizaubern. Nur wie? Jetzt ist eine maßvolle Öffnung der Stellung angeregt. Angeregt? Deine Wortkreation. Sind gute Neuschöpfungen, ne? Sind einzigartig. Ja, was als nächstes? Turm irgendwo hin? Aufs richtige Feld oder Läufer H6? Na, dann kommt F4, ne? Ja, wie ist das? Nicht so Bombe hier. Nee, gar nicht. Was machen wir denn da? Ja, Turm E8 nach 16, dann geht... Na, F4 geht wahrscheinlich trotzdem, aber vielleicht hat er traut er sich nicht. Ja, naja, wir stehen nicht gut. Also, Johann Wilhelm, spiel schnell, spiel gut, dann hast du uns hier, kannst du uns gleich einkassieren. Dann werden wir diese Partie wohl verlieren. Noch ist nicht vorbei. C4 oder nehmen? C4. Verschiedenste Philosophien hier. Ja, nicht zu viel tauschen. Obwohl, wir haben auch noch schlechtere Zeit. Ach, ist das ein Drama. Okay, dann fängst du jetzt wieder an, wie verrückt zu quasseln. Denkst du, ich kann damit Johann Wilhelm auseinander? Ja, bring ihn auseinander mit deinem Gequassel. Ja, okay, ich versuche, aber vielleicht hört er uns gar nicht zu. Keine Zeitattacke. Oh Gott, was machst du denn da? Ich weiß nicht. Sieht interessant aus. Danke. Wenn er jetzt einfach genau... Aha. Na, so langsam. Und jetzt geht halt nicht F4, weil E4. Verstehe. Trotz. Und das geht aber noch. Ach so. Oh, ist der gut. Der spielt richtig gut, ne? Turm C7 oder sowas könnte auch mal gefährlich werden. Oha. Vielleicht hört er uns ja. Oh ja. Johann Wilhelm, hör auf zuzuhören. Das gehört sich nicht. Stopp. Oh. Okay, wir sollten ein paar falsche Tipps noch einstreuen. Ja, sehr schlechte Stellung für Weiß im Allgemeinen. Ich würde ja aufgeben. Ja, wir grasen jetzt ab. Das ist... Was war denn der letzte weiße Zug? Grand Plan. Er hat zurückgeschlagen. Ach so. Ach, ich sehe das nicht so negativ, wie du Stimmt, das immer siehst. Stimmt, jetzt hier D4. Der wird gleich noch einkassiert. Jetzt ist hier große... Kassierrunde, würde ich sagen. Blamieren oder kassieren? Siehst du? So. Irgendwie ist die Dame da ein bisschen hilflos. Die auf H6, ja, gebe ich dir recht. Okay, wir stürmen jetzt mit unseren Bauern los. Und... Aber nicht so wirklich, weil wir immer matt sind. Oh, aber jetzt ist Weiß gleich matt hier. Habe ich so das Gefühl. Vielleicht noch nicht ganz. Aber... Gleich. Jetzt ist es erstmal zumindest... Oh, wir haben es jetzt geschafft, plötzlich so viel Zeit zu haben. Schnell spielen. So. Du
Plan? Klar, Schach geben. Das ist kein Schach. Auf also, F1, jedes Schach geben, das könnte nämlich matt sein. Ja, ja. Na gut, jetzt sieht das doch sehr vielversprechend aus. Wird es matter, wir gewinnen zumindest die Dame, hätte ich gesagt. Die Frage, sind wir dann matt? Nee. Nö. Dazu hängen zu viele Türme. Ja. Und dann haben wir ja noch unseren Springer, den wir dazwischen ziehen können. Ja. Und jetzt Schach. Und Schach. Und Springer G7 vielleicht? Obwohl, müssen wir auf. Nee, das Springer G7 gerade nicht. Noch das ein oder andere Schach. Jetzt bist du ja Zeitspieler. Nee. Wie gewinnt man das auf Stellung? Ich hole mir erst Material. Ach, und dann schlägt man auf A7. Na, nee, doch. Doch, du kannst auf A7 schlagen. Warum? Achso. Na, weil es geht. Wow. Es wäre sogar gegangen, wenn der König nach woanders hingeht. Weil dann, wenn jetzt Turm A1 kommt, könnten wir immer noch Springer E3 spielen. Ja. Ja. Also ich hoffe, wir können euch zeigen, im Schach kann alles passieren. Jeder kann gegen jeden gewinnen. Johann Wilhelm hat uns ganz schön fertig gemacht. Ja, hat sehr gut gespielt. Aber die Partie ist halt erst vorbei, wenn sie vorbei ist. Und auch das muss man halt sagen, das gehört halt alles rundum dazu. Haben wir schon wieder in der Großansicht gespielt? Nee, das habe ich gerade geändert, glaube ich. Das war so gedacht. Okay, dann gibt es jetzt noch eine finale Partie. Okay. Und ich generiere. Du generierst. Und Sekunde, alle Was? Dürfen zuschauen. Eins, ja, das hat. Das ist so wie Lottozahlen ziehen, so hier. Wolltest das du jetzt einen Trommelwirbel machen? Okay, dann. Oh, es ist schon wieder die Eins. Ja, dann hau rein. Von oben oder von unten? Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Oh. Von unten, glaube ich. Aber ich weiß es nicht. Aber jetzt. So, Arthur. Ja, das ist jetzt doch. So. So, jetzt, wechseln wir in die Großansicht. Und du spielst jetzt eine Eröffnung, die du noch nie gespielt hast. Okay. B6. Wieso müssen G6. Wir dafür in die Großansicht? Spiel mal G6. Ja, weil Kannst wir immer in der Großansicht spielen. Achso, ich dachte, dass wir jetzt damit alle mein verwirrtes Gesicht sehen oder so. Na, hä, was soll ich denn jetzt machen? Züge. Was denkst du denn? Also. Das habe ich aber schon gespielt. Erstens G6 sogar erst vor ein paar Monaten. Gegen Echt? Elena. Dann hättest du das doch gar nicht spielen dürfen. Ja. Du machst nur Schmuh. Ich führe blind aus. Ich gucke. Was führst du denn blind aus, wenn ich sage, ich spiele was du noch nie gespielt hast? Dann hast du gesagt B6. Dann habe ich hier die Maus schon darüber gehalten und dann du so, ach nee, G6. Oder G6. Also du bist ja aber auch. Was bin ich? Aber irgendwie weiß ich nicht mehr, wie das geht. Ja, mach mal A6. Nicht Springer E7, der Springer hat da seinen Job aufgeachtet. Ich weiß, aber dann war E6 totaler Murks. H5, hä? Die Eröffnung ist doch top. Dann macht man doch eigentlich noch C6 und B5. Obwohl, man kann auch B5 ohne direkt, C6 spielen. Ja. Gibt's noch einen Band davon? Gleichzeitig gelesen. Ja, es wird mit Sicherheit noch einen Banter vor Weihnachten geben. Verspreche nicht zu viel, mein Lieber. Wir wollen nicht zu viel versprechen, aber wir werden jetzt wieder regelmäßig, soll heißen, im Turnus von einmal pro Woche gerne wieder mit euch bantern. Dann allerdings immer an verschiedenen Tagen. Also nicht immer, nicht zwangsläufig, aber wir haben noch keinen festen Termin, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Ja, flexibel. Genau. Und wenn ihr auch so flexibel seid, dann würden wir uns jedes Mal freuen, wenn ihr dabei seid. Und wenn nicht, dann sind wir sehr traurig, aber dann fühlen wir trotzdem. Freuen wir uns noch mehr, oder was? Jetzt greif auch mal an. Was, wo denn? Das ist F5. Der. Nein, Mann. Was? Ja, oder C5. Du musst jetzt mal zupacken. C5. Greif zu. Die Frage ist, nimmst du mit dem Bauern oder nimmst du mit dem Springer? Das frage ich mich dann, wenn es soweit ist. Ja, wäre auch verfrüht, das jetzt zu tun. Hast natürlich wieder recht, wie immer. Nicht zu viel denken. Haben wir Taktikaufgaben für also 1200 Leute? Also ich glaube, Thomas meint, die sind Elo-Rating.
selber Empfehlungen oder Bücherempfehlungen oder so. Also der Taktik, ich würde sagen, der Taktiktrainer hier bei Chess24, der fügt sich eigentlich oder der passt sich dem Niveau an. Problem ist nur vielleicht, dass man nicht immer eine gute, ausreichende Internetverbindung hat. In dem Fall empfiehlt Melanie Kemoch. Oh nee, dann stelle ich die Dame ein. Obwohl es ist matt. Die zwei Sätze habe ich noch nicht ganz verstanden. Aber mach mal. Ich dachte erst, es kommt Läufer G5. Und dann habe ich festgestellt, es ist matt. Aber selbst wenn es kein matt ist, wäre die Dame ja noch nicht weg, wenn sie nach H2 ziehen kann. Ja, das habe ich ja nicht gesehen. Ach so. Ich dachte, du willst hier furios auf Angriff spielen und dabei wolltest du dich nur abducken. Gefährlich? Nein, bestimmt nicht. Naja, so viele. Was? Die ist doch weg da. Na siehst du, und wieso spiele ich die denn überhaupt nach H2? Weiß nicht, weil du jetzt irgendwas anderes machen wolltest. Das will ich nicht machen. Ja, dann kommt Läufer G1, aber Läufer G1 kommt eh. Dann muss ich den schlagen. Ja, dann schlag ihn. Ja, aber wieso sagst du denn, ich kann das spielen, wenn ich es nicht spielen kann? Kannst du doch in Verbindung wieso mit Springer E3, ist doch überhaupt alles super. Und jetzt H4 oder was? Ja, bestimmt. Das wird der Zug sein, wenn du den Gefühl hast. Du bringst mich noch ins Grab. Ich hoffe nicht. Nee. Naja, einer muss ja. Einer muss ja. Oh Gott, ist das nicht ein bisschen früh, um sich über sowas Gedanken zu machen? Du bist dran. Ah! Es kam irgendwie so der Zug, den man fast hätte erwarten können. Ich hab doch gesagt, ja, nicht zu viel denken. Nein, das würde zu viel Hirnschmalz kosten. Droht irgendwas, Dame schlägt G6. Ach so, ja, kann ich verstehen. Das Argument wurde gerade angebracht, dass der Taktiktrainer durchaus ein bisschen Druck auf. Machst du Springer F8 sonst? Aber den wollte ich nach F6 bringen. Der soll immer nach F6. Der Taktiktrainer macht Druck. Da kann ich nur die ganz klare Empfehlung aussprechen: guckt nicht auf diese Uhr. Wirklich nicht. Ich weiß, ich dass. Ich empfinde das aber auch so. Ich empfinde das auch als Druck. Vor allen Dingen, dann überlegt man eine Sekunde länger, als man da Zeit hat. Oh, der macht ja hier einen Angriffszug der nach dem anderen. Der macht auch Druck. Dann machst du auch lange Rochade jetzt, dann bist du weg. Bist du weg verschwunden. Der macht Druck, ja, geben wir zu. Ja, und dann ist man eine Sekunde langsamer als das. Wenn man es richtig hat, kriegt man 0 Punkte, wenn man es falsch hat, minus 20. Ja, aber das pendelt sich immer wieder ein, also. Aber ja, ich finde den eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ja. Ja, aber ansonsten, Bücher gibt es eigentlich viele, die. Ja. Nur, ich würde den Tipp geben, macht nicht zu schwere, damit macht ihr euch das Leben nur schwer. Und was? Hey, ich finde gerade, man sollte Studien zum Beispiel machen, dann. Schatzi, erzähl den Leuten bitte keinen Unfug. Das ist doch voll schwer und am Anfang, ja, du brauchst doch Motive. Ja, aber da verbessert man sich ja dann auch. Also ich bin der Ansicht, was treibt Schatzi da wieder? Ich bin der Ansicht, man sollte am Anfang lieber ganz viele leichte machen. Das hängt damit zusammen, dass Sinn und Zweck der Taktikaufgaben auch im ganz großen Maße ist, dass du Motive kennenlernst, ja. Und du solltest allgemein vom Einfachen zum Schweren hinlernen, weil du das Gesamtkonzept ja am Anfang noch nicht greifen kannst. Ja, da unterstellst du unseren Zuhörern, ja, dass die noch nie schwere Taktikaufgaben gemacht haben. Einfache, meine ich. Ja, damit. Kaboom. Nein, das tue ich nicht. Ja, es jetzt werden dir Tipps gegeben, was es auf anderen Webseiten gibt zum Thema Schach. Es gibt keine anderen Webseiten, die Schach als Thema haben. Ihr sollt keine anderen Webseiten neben Chess24 haben. Nee, kenne ich aber nicht, die da genannt wurde. Ach, es gibt doch auch Bücher oder Apps. Es gibt ganz viel. Die Frage ist immer nur, wie schwer möchte man es haben. Ich würde für den Anfang sagen, motiviert euch lieber selbst mit leichten Aufgaben und saugt die Motive auf, dann könnt ihr die auch. Ja, und dann macht aber auch schwierige, weil da lernt ihr rechnen. Wenn ihr immer nur so Einzüger, Zweizüger macht, dann freut ihr euch des Lebens. Ja, darum ging es ja gar nicht, dass die nur ein Zug lang sind. Ja, oder nur leichte, aber dann betrügt man sich auch ein bisschen selber. Dann sagt man, ja, dass man täglich 50 Aufgaben macht, aber
wenn die einem nicht schwer fallen, dann lernt man vielleicht Motive, aber irgendwann kennt man die Motive und dann geht es mal darum, in die Tiefe zu rechnen. Das hat mir ziemlich gut getan, muss ich aber ehrlich gestehen. Was einfach damit zusammenhängt, dass, wie nennt man das auf Deutsch? Ich habe irgendwie Petite Kombination oder so. Also kleine, eine feine Taktik. Petit ist aber ja, klein. Aber so klein, so eine Feinheit. Und zwar ging es nämlich genau darum, da war einer ganz gut, einer von den Weltmeistern, die nicht mehr leben, also auch schon länger nicht mehr. Da ging es dann immer darum, dass eine Abwicklung in 7 oder 8 Zügen dann noch eine Taktik enthält. Ja. Die ist zwar an sich nicht schwer. Ja, aber Schatzi, dann muss man doch einfach unsere beiden Strategien vereinen. Ja, macht einfach und alles. Und dann, naja, ja, ohne dass du weit rechnen kannst, kommst du denn überhaupt nicht zu deiner Petite Combination. Okay. Deswegen muss man beides machen. Lang rechnen und kurz. Ja, aber egal, was ihr macht. Die Beschäftigung, alleine wenn man sich mit dem Thema ernsthaft beschäftigt, kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Es geht ja auch nicht unbedingt darum, den allerschnellsten Weg zu nehmen. Ihr sollt vor allem Spaß dabei haben, das ist nicht zu vergessen, denn es ist ja unser aller Hobby und Hobbys sollen Spaß machen. Natürlich möchte man auch Erfolg haben, aber das wird sich einstellen, wenn man mit Freude an der Sache ist. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, es war uns eine Freude, mit euch zu spielen heute. Definitiv. Wir wechseln in die Verabschiedungsansicht, denn das war es auch jetzt für diesen Abend. Am Montag geht's weiter mit Lobes Lernstunde, unserer Show zum Mittelspiel. Da dann das WM-Spezial. Ja, ich wollte gerade sagen, dass das Leichtspiel, Leichtfiguren-Spiel technische Bewertung der Weltmeisterschaft. Einer, ja, eigentlich das, was Magnus groß gemacht hat. Mal gucken, wer das hier so groß gemacht hat. Ah, wir erzählen das und uns. Nicht wir! Nicht wir! Also, wir sehen uns am Montag, wenn ihr möchtet. Es war schön mit euch. Macht euch noch einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss.